Willkommen zurück zu Sonic the Hedgehog 2, ein Bonusvideo über alle Cheats, die es gibt, unter anderem Super Sonic und Super Tails. Seid gespannt. Wir drücken erstmal nach oben und hier ins Optionsmenü. Da können wir auswählen Player Select, ob wir mit Sonic und Tails spielen wollen, wie im Let's Play oder mit Sonic alleine oder Tails alleine. Merkt euch, dass man das hier Tails steht. Dann haben wir hier Versus Modus, Items, das ist für den Zweispieler-Bonus mit Splitscreen. Und der Soundtest wird besonders wichtig für die Cheats, darüber laufen nämlich die meisten Cheats in Sonic 2. Tja, mit C könnt ihr immer einen Soundtrack starten und wir machen erstmal die Kombination 1, 1, 2, 4. Dann gehen wir auf Player und drücken dann Start. Und die Earl Ocean Zone Musik, die läuft weiter. Im ganzen Spiel, es gibt keine Soundeffekte. Und in jeder Zone spielt der Earl Ocean Soundtrack. Ist es vielleicht nur ein Glitch? Vielleicht ist es nicht gewollt? Doch, es ist gewollt. Denn 1124, das steht für den für den Release von Sonic 2. Am 24.11.1992 erschien Sonic 2 in den USA und Europa. In Japan übrigens am 21.11.1992. Ich weiß nicht warum, ist der Soundtrack so beliebt gewesen beim Sonic-Team? Wir wissen es nicht. Ich mache jetzt mal Reset. Und ihr habt ganz kurz die Emerald Hill Zone gehört. Einfach so ein bisschen noch nach Bug. So, bringt ja fast gar nichts. Wir gehen ins Optionsmenü. Und nein, gehen wir nicht. Denn der nächste Cheat läuft noch über Tastenkombination ab. Und zwar jetzt, wenn gleich die Sterne anfangen zu blinken, drückt ihr oben, 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 unten, 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 oben. So, jetzt gehen wir ins Optionsmenü. Und ihr seht vielleicht einen Unterschied. Sonic and Miles. Tja, wer ist denn Miles? Miles Brower ist der Originalname von Tails. Ich habe es schon öfter erwähnt. Das ist genau dasselbe wie mit Eggman. Eggman heißt Ivo Robotnik, wird aber Eggman genannt, zumindest seit Sonic Adventure. Tails wird von Anfang an Tails genannt, aber sein richtiger Name ist eigentlich Miles Brower. Damals war sich Sega halt noch ein bisschen unschlüssig. Und wenn man mit Tails spielt, dann steht unten bei den Leben Tails in Anführungszeichen. Und wenn man diesen Miles-Cheat aktiviert hat, dann steht da auch wirklich Miles. Vielleicht für den Fall, dass sich doch der Name Miles durchsetzt, aber Tails hat sich natürlich durchgesetzt. So, dann nochmal. Was können wir jetzt hier? Nein, wir müssen wie mit dem Reset-Knopf vom Mega Drive das Ganze nochmal neu starten. Jetzt gehen wir zum interessantesten Cheat über. Den braucht's. Übrigens, den Miles-Cheat, so blöd es klingt, es gibt zwei verschiedene Wege für den Miles-Cheat. Entweder, wie gesagt, oben, 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 unten, 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 oben. Oder oben, oben, unten, unten, oben, 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 oben. Weiß nicht warum, aber das ist so. Es gibt zwei verschiedene Wege dafür. Der wichtigste Cheat ist, ihr könnt jetzt übrigens mit A immer eine Zehnerstelle überspringen. Das ist recht nützlich, um nicht hier eine halbe Stunde zu suchen. 19. Dann 65, das ist nur so ein Gras-Sound, Achtung. Dann 9. Und dann 17. An dem Ring-Sound hört ihr mal wieder, dass es was gebracht hat. Und das ist der 17.09.1965. Dafür steht das. Das ist der Geburtstag von Sonic-Erfinder Yoshinaka. Also der Code 19, 65, 9, 17. Steht für den 17. September 1965. Okay, dann drücken wir Start. Und wenn Sonic und Tails erscheinen, halten wir A gedrückt und drücken Start. So kommen wir in die Levelauswahl. Ihr könnt jetzt also alle Level aus Sonic 2 betreten. Act 1 oder 2, wie ihr wollt.
Auch in der richtigen Reihenfolge, nicht wie bei Sonic 1. Und dann hören wir uns ganz kurz nochmal hier Soundtrack 10 an. Den haben wir nämlich nicht gehört im Let's Play. Das ist der Soundtrack zur Hidden Palace Zone. Die wurde kurz vor Release rausgeschnitten und durch die Hilltop-Zone ersetzt, weil die Hilltop-Zone Sprites aus der Emerald Hill-Zone benutzt und weniger Speicher verbraucht. Und die Hidden Palace-Zone wurde rausgeschnitten, hat man schon in Trailern vorher gesehen. Und wurde jetzt fertiggestellt, als Sonic 2 für Android rausgekommen ist. Ende 2013 oder Anfang 2014 kam Sonic 2 für Android und dann hat man die Hidden Palace Zone vervollständigt. Also es gibt auch mein Video zu Sonic 2 Beta, da konnte man die Hidden Palace Zone bis zu einem bestimmten Punkt spielen und die wurde halt fertiggestellt. Das ist der Soundtrack. Als Kind habe ich mich immer gefragt, was ist das für ein Soundtrack, wo kommt der? Nun, er wurde gestrichen, aber der Soundtrack wurde drin gelassen zum Spaß. So, das nur nebenbei. Jetzt Cheats, die nur hier im Level Select funktionieren. Auch wenn es dieselben Soundtracks sind, bei diesem Soundtest im Level Select Bildschirm. Jetzt geben wir einen 4. 1. 2. 6. Der Soundtrack, den wir hören, das klingt wie, als wenn man einen Chaos Emerald einsammelt. Ihr könnt euch denken, was jetzt kommt. Denn so ist es, als hätten wir... Ach, wir sind noch mit Tails unterwegs. Ganz kurz nochmal. Start und A. Jetzt funktioniert es nämlich. Jetzt A und Start gedrückt halten. Das muss man nämlich nur einmal eingeben. Wenn man also Reset macht mit Start und dann A, dann muss man nicht nochmal alles eingeben. Ja, wir müssen aber ins Optionsmenü, um nochmal umzustellen, dass wir nicht mit Miles spielen. Moment. Es ist jetzt verzwickt. Also Optionsmenü. Dann auf jeden Fall Sonic und Miles. So, dann starten. Ich glaube, der Cheat ist noch aktiviert. Der Super Sonic Cheat müsste noch aktiviert sein. Sammeln wir also 50 Ringe ein und dann sind wir schlauer. Müsste. Auch dafür, wenn man den Sound gehört, ist es jetzt, als hätten wir die 7 Chaos Emeralds. Und solange es keinen Hard Reset gibt, sondern nur einen Soft Reset, dann geht das. So, 50 Ringe, wir springen. Sonic wird zu Super Sonic. Wir haben zwar im Let's Play die 7 Chaos Emeralds eingesammelt, das war die Challenge, aber ich kam nicht mehr dazu, euch Super Sonic zu zeigen. Habe euch deswegen ein Bonusvideo versprochen, hier ist es. Und ihr seht Super Sonic, er kann hochspringen. Und ist natürlich unverwundbar, außer er steuert auf Abgründe zu. Und was auffällig ist, er hat einen viel längeren Soundtrack. Also es haben im Let's Play Sonic 3 und Knuckles haben viele das angemerkt, dass der Soundtrack... Ja, einfach nur sich immer wieder wiederholt. Das sind nur ein paar Sekunden. In Sonic 2 ist der Super Sonic Soundtrack länger. Und wie das eben typisch ist, die Ringe laufen rückwärts. Wenn Sonic keine Ringe mehr hat, verwandelt er sich zurück. Naja, ich bin aber der Meinung, wer es schafft, die 7 Chaos Emeralds zu sammeln, das ist eigentlich das Schwerste im Spiel, der packt doch das Spiel. Ich wusste übrigens von Super Sonic nichts, bevor ich wirklich Sonic 3 hatte. Muss ich gestehen, also 1992 bis 94, ich wusste noch gar nichts von Super Sonic, dass es den gibt. Weil ich zu dem Zeitpunkt noch nicht gut genug war, die 7 Chaos Emeralds zu sammeln, muss ich mal so gestehen. Ist aber wirklich schwer. Das ist, glaube ich, das Schwierigste. In allen Mega Drive Sonics, da die Chaos Emeralds zu bekommen. So, gehen wir nochmal zurück. Jetzt nämlich noch ein Cheat. Zwei gibt's noch, nämlich den Debug-Modus und Super Tails. Wenn man das so bezeichnen darf. Jetzt gehe ich ins Falsche rein, Supi. Wir müssen nämlich den Level-Select-Modus. Das ist ein bisschen viel vielleicht, ne? Aber so, A und Start. Sind wir bei Level-Select. Jetzt folgende Kombination. Ja, das ist ebenfalls der Release von Sonic 2. Aber mit dem Jahr, also 1992. 1, 9, 9, 2, jetzt mal der 11. 1, 1, 2, 4. Das ist der Debug-Modus.
Man muss A halten. Hier gehen wir mal Chemical Plant so, damit wir mal was anderes sehen. A halten und plus. Man sieht sie wieder bei den Punkten. Und die Zeit ist verbuggt. Das heißt, es ist Debug-Modus. Mit B verwandeln wir uns wieder in ein Item dieser Zone. Und können diese erstellen. Wechseln wir mal. Ne, oder? So, Fernseher. Oh, das ist was anderes. Das ist nämlich kein Lehrer wie in Sonic 1, sondern das ist ein Fernseher, den es im Einspielermodus nicht gibt. So. Dann gehen wir irgendwo mal hin. Und wechseln, was gibt's noch? Laternen. Checkpoints quasi. Dann, ja, diese Klappen. Hier, schnell unterwegs. Tails ist ja noch am Fliegen, warte mal. Tails jetzt mal. So, da kriegt er jetzt ein bisschen Dampf. Achtung. Okay. Was haben wir noch? Chemical Plant Zone ist sehr vielfältig eigentlich. Das sind die hier. Die Gummis. So, Achtung. Plattformen. Soweit das Auge reicht. So, dann haben wir... Ups, jetzt ist Sonic kopfüber, deswegen waren noch die Items kopfüber. So, diese Klappen, die aufgehen. Dann das, wo Sonic draufspringen muss, um in so eine Röhre zu gelangen. So, einfach irgendwelche Plattformen. Hier, die meistens über das Wasser, über das Megamag drüber machen. Das sind die Klappen, wo man rauskommt und dann als Sprungfeder benutzt werden. Ja, und das ist halt für jede Zone individuell. Das heißt, die Gegner... Warte, warte. Chip, chip, chip. Jetzt gehen wir mal da rein. Das heißt, die Gegner für jede Zone individuell und auch die Items. Ich kämpfe nicht durch. Nee, die wäschen mich. War mir klar. So. Dann ist das das Ziel. Pass auf. Nur ganz kurz. Jetzt ist wie, als hätten wir das Level geschafft. Können aber weiterspielen, ne? So ist es halt manchmal. So, jetzt kommt das Komplizierteste von allen. Wir gehen nochmal zurück. Ich will in die Emerald Hill Zone, um das zu zeigen. Okay, Level Select ist aktiviert. Debug-Modus ist aktiviert. Ich hoffe es. Okay, bleibt aktiviert. Super Sonic ist ebenfalls noch aktiviert und den brauchen wir jetzt. Wir brauchen also alle drei Cheats. Levelwahl, Debug-Modus und Super Sonic. So, erstmal 50 Ringe zusammen kratzen. Was? Ich hatte doch gar keine 50. Naja, wie auch immer. So, dann brauchen wir den Debug-Modus. Hier ist gleich eine schöne Stelle. Und zwar der Fernseher. Ich versuch's mal zu erklären. Das ist ein Transportfernseher. Im Zweispieler-Modus gibt's die. Die sind da random. Da ist ja ein Wettrennen. Also wer schneller die Zone schafft. Und ich sag mal, wenn einer ganz weit vorne ist und da ist ein Fernseher und da ist immer ein Fragezeichen drauf, kriegst du vielleicht 10 Ringe dafür oder ein Extra-Leben oder ein Schutzschild. Das kann aber auch sein, dass da ein Transporter drin steckt. Das heißt, die Spieler tauschen die Position. Der Spieler, der ganz weit hinten liegt, der kommt nach vorne und der, der vorne liegt, kommt nach hinten. Könnte auch sein, dass der Spieler, der halt, ich sag mal, schlechter ist als der andere, so einen Fernseher erwischt und dann tauschen die die Position und kurz vorm Ziel, ne, also ein bisschen schlimmer als Mario Kart mit blauem Panzer, aber das gibt's. Und im Einspielermodus gibt's diesen Fernseher natürlich nicht. So, jetzt gehen wir mal hier drauf, denn im Einspielermodus bewirkt das, dass, ja, die Position bleibt dieselbe, so sieht es dann aus, wenn man Position wechselt, zum Beispiel im Modus. So, Tails ist jetzt unverwundbar. Und Sonic lässt sich wieder steuern wie vorher. Er ist ziemlich langsam. Sieht aber noch unverwundbar aus, wie Super Sonic, ne? Er sieht so aus. Er ist es aber nicht, denn die... Ups, ich hatte keine Ringe mehr. Die beiden haben ihre Stärken geteilt, also ihre Eigenschaften haben sie gewechselt. Ich muss nur mal... Ich dachte, ich habe noch einen Ring wieder eingesammelt. Mal ganz kurz demonstrieren. Da sind nicht mehr genug Ringe. Mal ganz kurz ein bisschen zurücklatschen. Also Tails hat quasi die Unverwundbarkeit übernommen und Super Sonic die Verwundbarkeit von Tails. Ich laufe lieber zurück. Da waren noch so viele Fernseher oben. Naja, ob man... Verdammt!
Ob man das Super Sonic, Super Tails nennen kann oder nicht, da scheiden sich die Geister, er wird aber halt so genannt. Super Tails in Sonic 3 Knuckles sieht anders aus, ganz klar. Halt, golden glänzend, ähnlich wie Super Knuckles und von 4 Flickies umgeben. So, jetzt machen wir das nochmal Super Sonic. So, mit Unverwundbarkeit sogar. Dann Debug-Modus, Fernseher. Fähigkeiten tauschen. Und jetzt habe ich irgendwie mich ganz komisch gebackt. Ja, läuft doch. So, dann jetzt, wenn Sonic, Super Sonic verletzt wird, da kein Super Sonic ist, dann gehen wir zurück zum Ring. Da schauen wir uns hier 50 Ringe. Bisschen fest, so. So, so, so. Mein Gott, kann doch nicht mal bis 50 zählen, der Junge. So, machen wir die alle hier hin. Und die beiden sind vereint. Tails, ja. Jetzt habt ihr Super Sonic und Super Tails. Und eigentlich das einzige Spiel, wo dann zwei Superformen zusammen sind. Trotzdem kann Super Tails nicht mehr durch so einen Fernseher. Also Tails ist auch so schnell, ne? Und der kann so hoch springen, oder? Zeig mal. Nee, springen nicht, aber er hat so einen Speed drauf. Warte, komm mal runter. Genau, das wegen bremst auch's ab. So, das war das. Es gibt zwar noch mehr komische Glitches, dass man einen grünen Sonic bekommt und sowas, aber das ist ganz, ganz complicated und hat eigentlich keinen wirklichen Effekt. Das waren die Cheats für Sonic 2. Ein Bonusvideo für Sonic 3 wird es nicht geben. Könnt ihr ja googeln, da gibt es natürlich auch eine Levelwahl und auch einen Debug-Modus, nur die sind ziemlich schwer zu bekommen, weil man da innerhalb von einer Sekunde eine ganze Tastenkombination eingeben muss. Also kein Bonusvideo von mir und ansonsten ist auch nichts Besonderes mehr dabei. Ihr könnt natürlich mit dem Debug-Modus immer ein bisschen rumprobieren in jeder Zone, was es so Schönes gibt. Oder wir können auch mal in die Death-Act-Zone gehen. Ja, wir machen das nochmal. Gehen da jetzt in die Defekt-Zone, machen da Alarm mit Debug-Modus und Super Sonic. So machen wir das. Hier gibt es ja keine Ringe, jetzt gibt es hier Ringe und zwar nicht so knapp. Ups, soll mal sein. Auf jetzt. Sehr gut. Dann komm mal her. Silver Sonic. Eigentlich ist es Mecha Sonic, ne? Da haben ja einige gemeint, mir was erzählen zu müssen. So, jetzt bin ich gestorben. es ist kompliziert. Also, eigentlich ist der Silver Sonic nur der in der 8-Bit-Version von... Was überprüfen? Okay. 60 Sekunden. Geht nur bis 73, okay. Silver Sonic ist eigentlich nur eine 8-Bit-Version und das hier ist eigentlich Mecha Sonic. Und der aus Sonic 3 ist natürlich auch Mecha Sonic, aber da gibt es ja zwei Mecha Sonics. Deswegen wurde später gesagt, das wäre die zweite Stufe von Metal Sonic. Weil ich nicht so ausführlich erklärt, deswegen haben alle gesagt, das ist ein Mecha Sonic, Sonic 3. So! Death Egg Robot, ich komm! Na komm schon. Ah, jetzt kommt hier die Musik. Und mir ist das egal. So, was können wir noch hier machen? Ah, viel mehr können wir leider nicht machen. Können wir noch ein bisschen nach rechts? Nein. Dann erledigen wir den ganz kurz mit Super Sonic. Ich bin blöd, Mann. Komm doch her, du. Ich möchte gern. Ah, so gefällt mir das schon viel besser. Jetzt macht er seine Raketen, weil ich hinten gestanden habe, ne? Habt ihr das gesehen? Weil ich quasi hinter ihm war. Die Links-Rechts-Diskussion. So. Das war's. Auch mal nett. Okay, danke fürs Ansehen. Hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß und das war's. Zusatz zu Sonic 2. Bis dann und ciao!